Sehr herzlich willkommen. Ich spiele Resident Evil. Resident Evil 4. Genau. Und ihr seht jetzt schon die Vorschau, ne? Ne, wählen Sie ein Outfit, können wir noch machen. Man kann das normale nehmen, man kann auch das Spezialoutfit nehmen. Und wir nehmen wieder das Spezialoutfit. Oder wir nehmen das normale. Weil wir nehmen das normale diesmal. Ist auch ein New Game. Ja, und ihr habt hier die Vorschau, wollte ich gerade sagen. Ciao. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. But then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are it. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan.
I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. We on out. So, hallo, da sind wir. Mal wieder. Das wird hier eine kurze Session. Ich erkläre das mal vorweg, bevor wir hier starten. Ich habe das Spiel schon mal angefangen zu streamen. Da ich es mir für die Konsole jetzt auch gekauft habe, wie ich es für alle anderen Konsolen habe. Sache ist die. Alter, ich kann schwören, ich hatte eine. Ach, ist auch egal. Da muss ich mich jetzt echt dran gewöhnen, ne? Da ich es für alle anderen Konsolen auch habe, bedauerlicherweise habe ich da auf 360 gestreamt. Das sieht scheiße aus und ich will es natürlich nochmal. Ah, da. Nochmal mit allem drum und dran durchspielen. Ich weiß noch nicht mal, was das hier wird. Ob das ein... war schnell. Ein Kill Everything oder... Schnell geht jetzt schon nicht mehr. Denn für schnell habe ich jetzt schon zu lange gebraucht. Da müsste ich jetzt ungefähr schon nach dem Speicherpunkt sein. Also vergessen wir das mal. Ein paar Stellen werde ich vielleicht schneller spielen, wenn ich wieder ein bisschen drin bin. Ich habe es, wie gesagt, jetzt schon wieder alles verdrängt. Töten wir erstmal alles, würde ich sagen. Mit ihm fangen wir an. Ja, moin. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Wenn ihr zuschaut, ihr könnt mich übrigens auch alles fragen. Könnt einfach schreiben, ich habe einen Chat vor mir. Hände hoch. Hände hoch, habe ich gesagt. Okay, das war der erste Gegner. Okay. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wenn das sagt. Auf jeden Fall, mit der Steuerung, bis ich da drin bin, also ich werde ein paar Mal auf die Fresse kriegen, weil das wirklich... wenn man es lange nicht gespielt hat, oder wenn man jetzt gerade die Steuerung von den modernen Resident Evil Spielen gehabt hat, dann ist das gar nicht mal so einfach. Ja, anscheinend haben sich viele Menschen getötet. Jetzt fangen wir übrigens auch damit an. So, ich habe den Sound ziemlich laut auf meinen Ohren. Falls ich laut rede, tut mir das leid, dann sagt mir Bescheid, dann versuche ich das ein bisschen zu ändern. Wenn man hier rausspringt, dann ist man ein bisschen orientierungslos, weil man mit dem Gesicht zu einer beschissenen Seite steht, das macht aber nichts. Ups. Oh oh. Da die nicht viel aushalten. Gut. Das ist, wie gesagt, Munitionsverschenkung. Normalerweise würde ich das Spiel, wenn ich es jetzt mit der Steuerung drauf hätte, würde ich es rennen. For the guys, maybe someone who's only with the English language. I started screaming this game a while ago, but I quit because I was streaming in like 360
FPS, and I want to do it with a good picture right now, so on 720. And I played this game like 25 times through, sometimes on professional, sometimes easy, sometimes normal like here. And I want to continue, or I wanted to start again to have a good quality on my channel. So we start again. I'm a little bit out of training. I have huge problems actually with the controls, because they are way easier than the ones we use in the more modern Resident Evil games from 6 to now. So it will I will get a few hits and deaths before I get into the game. But if you want to play an easy Resident Evil game, you're good with this. Okay, let's help this guy. Okay, and forgive me, sometimes I will try to give you some lines in English when it gets important, but most of the time we'll talk German. Okay, so. Dann haben wir den Wauwau befreit. Die Handgranate haben wir uns geholt. Die finde ich sehr wichtig. Wie gesagt, ich versuche erstmal so alles mitzunehmen, was an Toten geht. An Toten geht. An Gegnern geht, meine ich. Ja, bin ich auch. Komm. So, und ihr braucht euch keine Gedanken machen im Prinzip. Vielleicht ist das am Anfang so, aber im Prinzip braucht ihr nicht irgendwie an Ammo sparen oder so. Und ich würde eigentlich die Kategorie Töte alles gerne machen. Das Problem ist bloß, wenn ihr Töte alles macht, dann müsst ihr auch die ganzen Kühe und sowas weghauen. Denn die gehören ja zu allem dazu und da habe ich keinen Bock zu. Ich werde diese Kühe nicht kaputt machen. Also die Raben werde ich abschießen, weil da kriege ich wenigstens Geld für. Oder ja, abschießen kann man sagen. Ne? Ich glaube, Totkloppen kriegen wir nicht hin. Oh! Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht. Oh, wie wo? Ich muss sie schnell finden. Ja, er meint die Tochter des Präsidenten. Ja, ich hause nicht gerade gut mit meiner Munition. Ja, bin ich. Ja. Also, die stehen nicht so auf Ausländer. Beziehungsweise Fremde. Oh, hi. Und, Leon geht's ja auch ganz cool, denn Leon ist equipped with Karate Action. Hat er alles in Jean-Claude Van Damme-Filmen gelernt. Was fällt mir denn noch ein? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja gut, kommen wir später drauf, wenn es mir wieder einfällt. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Okay, ja, das Manual, das wollt ihr, glaube ich, nicht lesen. Das zeigt uns nur, wie wir zu spielen haben. Und ist total unnotwendig. Ich nehme jetzt eigentlich nur auf, weil ich rendere gerade Videos, beziehungsweise lasse welche runterladen. Und wenn ich das tue, dann kann ich natürlich die... Ja, gucken können wir auch noch machen. Dann kann ich natürlich die nicht nebenbei noch spielen, weil sonst bricht mir auf dem PC der Download noch komplett zusammen. So, zoomen können wir auch. Ja, das ist der eine Kollege aus dem Auto. Ich glaube, dem geht es nicht mehr so gut. Und dann haben wir hier einen Haufen tölpelhafter Bauern. Ja. Ja. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal hier. Wir laufen da jetzt so mitten durch. Moin. Oh.
Das gibt's ja gar nicht. Das habe ich irgendwie nicht so geplant gehabt, aber irgendein Mal ist immer das erste Mal. Ja. Ja, wer meinen Spielekanal kennt, der weiß natürlich, dass ich das schon tausendmal gespielt habe und auch auf hohen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, was hier jetzt daraus wird, ich habe keine Ahnung. Ne? Müssen wir das Beste versuchen. Und hoffen, ich sterbe nicht alle zwei Minuten. Weil eigentlich, wie gesagt, es ist ein einfaches Spiel. Also es gibt Action-Spiele, die sind wesentlich schwerer. Danke. So, ich glaube, die lassen wir einfach mal alle, da wo sie sind. Und selber werden wir uns in dieses lustige Haus hier vorne verkriechen. Das ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht dafür. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das mit den Knöpfen sich verhält. Das war schon mal falsch. Das ist auch falsch. Hier ist richtig. Und da werden wir die größten Probleme mit haben, nämlich zu wissen, wann wir wie was benutzen können. Oh, danke. Und ganz schön ruhig mit der Schrotflinte, wa? Ja, staut sich alles vor der Tür hier. Wir versuchen erstmal so ein paar Leute da zusammenzukriegen. Oh Mensch, das sieht gut aus. Oh nein. Das war fies. Gut, das gehört jetzt zum nötigen Übel. Was für eine Verschwendung. Oh, von Handgranaten wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er hat mich gerade Hurensohn genannt. Hurensohn. Oh, und nachladen wäre vielleicht nicht verkehrt. Wir werden uns die meiste Zeit übrigens auch mit ein, zwei ganz normalen Waffen, die wir schon von Anfang an besitzen, werden wir uns Arschlöcher, mir geht das ganze verdammte Gold flöten. Nein! Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Bitte lass das Geld nicht verschwinden. Wir sollten von dem Kettensägentypen nämlich eigentlich eine ganz gute Stange an Geld kriegen. Where's everyone going? Bingo? Hahaha, immer gut, einen guten Scherz zu haben, der gute Leon. Ja, hier haben wir Resident Evil. Hier ging Resident Evil quasi, hat seinen ersten Macho gehabt. Dass Chris ein bisschen ruppig ist, kennen wir ja, und Leon ist ab jetzt, also der hat sich so zu einem Macho entwickelt. Bad news. Bad news. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Ich schaue jetzt erstmal nach meinem Geld.
Oh Gott, bitte, 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 bitte nicht. Okay. Gut, okay. Das Geld war noch da. Hervorragend. Das nehme ich auch noch mit. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal eigentlich nur umschauen. Auf dem Marktplatz, genau. Auf dem... Ja, ich glaube, wir spielen das ganz langsam, oder? Ist eine gute Idee, dann kann ich euch auch mal hier so eine Sprechblasen zeigen. Vom Tischtropf irgendwie eine Flüssigkeit, riecht unangenehm. Vielleicht ist ja Kacke. So. So, ihr habt ja eben schon Resident Evil 8 gesehen. Dieses tolle Ordnungsmenü, das habt ihr bei Resident Evil 5 dann übrigens auch. Manche werden süchtig davon, so wie ich. So. Achso, und dann sollte ich vielleicht auch die Knifte wieder ausrüsten, weil wir wollen ja nicht noch mehr Schrot verballern. Verschleudern. Und dann werden wir erstmal... Soll ich die Leiter nicht wieder aufstellen? So. Dann werden wir jetzt hier erstmal hochlaufen und ums ganze Dorf rumgucken, ganz gemütlich. Die Fenster sind sowieso schon rausgebrochen. Ich hätte sie natürlich sonst nicht kaputt gemacht, weil ich ein sehr ordnungsliebender Mensch bin. Versteht sich. So. Einmal hier runter. Da sollten auch noch ein paar Kisten sein. Gibt's nichts. Okay. Und wenn ihr denkt jetzt, oh Mann, Alter, warum bist du denn so verschwenderisch mit deiner Munition? Das bin ich nicht, ich brauche dir keine Angst haben. Ihr werdet zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel zu wenig Munition haben. Da braucht ihr absolut null Angst haben. Denn das ist hier nicht Resident Evil 1, 2, 3 und auch nicht die Remakes von 2 und 3. Ihr werdet hier immer genug auf Tasche haben. Braucht euch gar keine Gedanken machen. Wenn ihr sterbt, dann sterbt ihr dadurch, dass ihr auf die Fresse kriegt. Nicht zu knapp. Und wie gesagt, wenn man drin ist, das ist, glaube ich, von allen Resident Evil Spielen, die ich kenne, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das leichteste. Also wenn man dagegen dann das HD Remaster auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt oder auch Resident Evil 5, dann, ja, da weißt du, was hart ist. Also das hier könnt ihr wirklich ruhig, bis auf so ein paar Stellen, die sind wirklich, da kann man Aggression kriegen, bis auf die ist aber alles Taco. Also da braucht ihr euch wirklich null Sorgen machen, dass man dieses Spiel nicht schnell lernen kann. Und verlaufen kann man sich in den Teilen hier sowieso nicht, weil die unglaublich linear sind. So, da haben wir noch eine Flash Grenade, die wir eigentlich noch nicht mal bräuchten, theoretisch. Ich wusste sogar, dass man so früh welche kriegen kann. Aber gut, nehmen wir mit. Was wir kriegen, nehmen wir mit. So, ich glaube, hier hinten gab es noch ein Kraut, wenn ich mich nicht irre, ne? Kann das sein? Nein. Aber dann gab es hier noch Pistolenmunition irgendwo. Die, irgendwie eine, die man gar nicht sieht, da. Also man hat sie doch gesehen, aber... Ich kann euch schon mal sagen, zum Beispiel, dass wir die Schrotflinte, die wir jetzt aktuell gekriegt haben... Die werden wir, aua, mein Auge, die werden wir das ganze Spiel über durchschleppen. Also, neue Waffen und sowas immer schön und gut. Ich weiß, da freut man sich drüber bei Resident Evil 4 und 5 und bei dem 8 jetzt wahrscheinlich auch. Bin ich noch nicht so weit, dass ich mir irgendwelche neuen Sachen geholt habe. Aber, an ein, zwei Stellen, wenn man Geld sparen möchte, um voll die coole Sau zu werden, dann kämpft man halt mit den Waffen weiter, die man von Anfang an hat. Das heißt nämlich nicht nur, weil man die am Anfang hat, sie total schlecht sind. Die haben im Gegensatz zu anderen Waffen, die man findet, Nachteile. Dafür haben sie auf der anderen Seite aber auch immer wieder ein paar Vorteile. Also das ist überhaupt kein Ding. So, wieder Kniften, Munition und dann